Ja, liebe Teutonen, liebe Fans, unser Trainingslager neigt sich langsam dem Ende zu. Jetzt gerade nach der letzten Einheit sind wir gerade hier zurückgekommen in das schöne Hotel Das Seiwald. Und die Spieler sind gerade dabei, ihre Zimmer aufzuräumen, ihre Sachen zu packen. Um 11:45 wird der Bus gepackt. 12:30 geht es dann zum Mittagessen, zum letzten Mal. Essen, glaube ich, war vorzüglich. Ich denke auch gerade großes Kompliment an das Hotel. Jeder Wunsch wurde erfüllt. Jetzt haben wir für heute nochmal umgebucht, weil die Jungs schon ein bisschen platt auch waren, haben das Training ein bisschen gekürzt, haben alles nochmal vorgezogen. Ja, belegte Brötchen sind geschmiert, müssen nachher nur noch mitgenommen werden. Und von daher alles wirklich richtig gut. Ja, aber neben dem Essen war natürlich viel wichtiger. Wir waren ja nicht nur hier, um ein bisschen Wellness zu machen, um gut zu essen, sondern wir wollten natürlich auch ein bisschen trainieren. Ja, Benni, jetzt komme ich zu dir. Ne? Kurzes Fazit vielleicht von dir. Wir haben jetzt ja hier ein paar Einheiten gehabt. Leider hat uns gestern das Gewitter gestoppt gegen Leverkusen. Kurze Einschätzung von dir. Wie warst du vielleicht mit den Trainingsbedingungen zufrieden? Vielleicht kurze Einschätzung, wie die Jungs das hier aus Kirdorf für uns vorbereitet haben. Benni, ich halte es dir. Du bist so schnell gelaufen eben zurück. Ich glaube, das Mikro kannst du nicht mehr halten. Ja, erstmal schöne Grüße aus Österreich nach Deutschland. Die Bedingungen, die waren optimal. Also ich denke, dass hier das ganze Betreuungsteam wirklich alles hier für das Team gemacht hat. Und ja, das war einfach sensationell. Und ich denke an sich zu den Trainingseinheiten, wir haben hier super intensive Einheiten gehabt und nicht nur die Einheiten. Ich denke, dass die ganze Mannschaft auch zusammengewachsen ist und ja, im Großen und Ganzen war das Trainingslager einfach ein voller Erfolg. Danke, Benni. Ümit, deine Einschätzung vielleicht? Wir haben hier jetzt sehr viel auch im taktischen Bereich trainiert. Ja, glaubst du, dass uns das Trainingslager so den letzten Feinschliff gegeben hat? Ja, auch erstmal von mir. Hallo nach Hessen. Ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt hier nochmal den letzten Schliff für unsere Mannschaft bekommen haben. Wir haben, wie es der Benni gerade schon gesagt hat, sehr, sehr gut gearbeitet. Die ganze Mannschaft hat toll mitgezogen. Wir haben viele Sachen einstudiert, im taktischen Bereich sehr gut gearbeitet einfach. Daher denke ich, haben wir jetzt noch eine Woche vor uns, die wir auch mit Sicherheit nochmal nutzen werden, um ja noch ein paar Sachen nochmal anzusprechen und nochmal zu üben für die Woche, damit wir am Samstag bestens gerüstet sind für das erste Punktspiel gegen Steinbach. Aus seiner Sicht gestern das Spiel ist ja leider abgebrochen worden. Vielleicht für die Fans, glaubst du, dass der Schiedsrichter da richtig entschieden hat? Definitiv, das war leider sehr, sehr ärgerlich, dass gerade als das Spiel begonnen hat, auch das Gewitter kam und letztendlich war es auch die richtige Entscheidung vom Schiedsrichter, das Spiel abzubrechen, weil es wurde dann sehr gefährlich und auch nicht mehr tragbar, denke ich mal, auch für einen Schiedsrichter. Ja. Benni, vielleicht ganz kurz, aus deiner Sicht gestern, die ersten 12 Minuten, warst du so zufrieden, wie wir es gemacht haben? Absolut, also man hat vielleicht in den ersten 2 Minuten so ein bisschen Nervosität gesehen, aber ich denke danach, da haben wir super dagegen gehalten und ich finde auch nett, dass wir da diese Klassen, die da dazwischen sind, dass man das nicht gesehen hat, sondern dass wir eigentlich wirklich präsent waren und wir haben 12, auch wenn es nur 12 Minuten waren, aber die waren überragend. Ja, ich fand es schon eine tolle Leistung von der Mannschaft. Okay. Vielleicht nochmal abschließend jetzt von mir. Kleines Fazit vom Trainingslager. Ich denke, mit den Bedingungen haben meine Kollegen auch schon gesagt. Ich denke, da können wir uns überhaupt gar nicht beschweren. Das war alles perfekt. Nochmal großes Kompliment an die Verantwortlichen, an Jörg Fischer, Alexander Schmandt, Dominik Fischer und natürlich an unseren Geschäftsführer Andreas Heller.
die auch hier vor Ort waren, die aber auch schon natürlich vorab alles in die Wege geleitet haben, dass wir hier wirklich diese Bedingungen vorgefunden haben. Kompliment an den Verein hier in Kirchdorf, Kompliment an das ganze Team vom Hotel das Seiwald, besonders an Herrn und Frau Seiwald, kann man wirklich nur explizit nochmal hervorheben. Also jeder, der mal Urlaub buchen möchte, auf jeden Fall hier nicht nach Kitzbühel, sondern nach Kirchdorf hier in das Seiwald, kann man nur jedem empfehlen, auch wenn man kein Fußball spielt. Ich glaube, das Hotel, wie hat der Herr Seiwald so schön gesagt, wer hierher kommt, der ist nicht König, sondern er ist Kaiser. Und das kann ich wirklich nur bestätigen. Ja, und natürlich auch danke an Gatti, danke an Uli, danke an Florian, vor allem danke an Lena. Ich glaube, die Lena hat hier einen unglaublichen Einsatz geleistet. Ich glaube, morgens um 7 Uhr angefangen, um 10:30 aufgehört. Und das ist wirklich sensationell, wie ich immer so schön sage. Und von daher, wie gesagt, Kompliment an den ganzen Stab, Kompliment an Benny, ne? Kompliment an Imme, danke für euren Support, danke an Jörg Käßmann, danke auch an Markus Haupt, der den Käsi so unterstützt hat. Und vor allem großes Lob, und das sind, glaube ich, die wichtigsten, das sind die Spieler. Ich denke, die Spieler haben wirklich hier auch nochmal, wie das bis jetzt in allen Einheiten der Fall war, wirklich gut mitgezogen. Von daher denke ich, dass wir jetzt so die letzten Einheiten, den letzten Feinschliff nochmal wirklich gut hinbekommen haben. Dass wir nochmal als Mannschaft näher zusammengewachsen sind, dass wir uns noch besser kennenlernen konnten in diesen Tagen. Und dass wir jetzt so von dieser Grundidee, glaube ich, die jeder Spieler verstanden hat, jetzt wirklich nochmal auch ins Detail gegangen sind. Und ich denke, dass wir gut vorbereitet sind jetzt für die nächste Runde. Und ich denke, dass wir jetzt gleich, wenn wir Mittag gegessen haben, dass wir da wirklich mit einem guten Gefühl Kirchdorf, Tirol verlassen können. Und dann in der letzten Woche uns explizit dann auf den TSV Steinbach dann vorbereiten können. Von daher, als Fazit, wenn ich jetzt einfach drei Adjektive, wenn ich das damit beenden dürfte, dann würde ich sagen, wirklich gut, intensiv und gelungen. Vielen Dank.